Erbenreiter zusammen mit dem Team von Südwestmeisterschaft. Genau. Ja. Haben wir heute gekocht, Heidekuchen hier dann. Eier, Spiegeleier mit Apfelkompott. Ja. Also ich finde die Region hier wunderschön. Also wenn ich komme ja aus der Pfalz und Rheinhessen und bei uns ist das ein bisschen anders angeordnet. Wir haben sehr viele Weinberge, wir haben auch ein bisschen Wälder, aber wenn ich hier so an der Saar entlang fahre, das ist für mich schon was Besonderes. Also die Region, finde ich, ist ganz, ja, so herzallerliebst würde ich die beschreiben. Die Leute sind sehr nett und ich liebe es, in kleinere Ortschaften auch zu gehen. Weil da merkt man, da sind noch so Geschichten dahinter, die die Leute erzählen können. Ja? In der Großstadt treffen sie halt viele Touristen und die kennen die Gerichte nicht. Und in so Ortschaften wie jetzt Kanzem, Konz oder, jetzt muss ich selber gerade nochmal gucken, das sieht man jetzt, gell? Oder Wavern. Stimmt, es gibt Tavern und Wavern. Mhm. Wir waren jetzt in Wavern bei der Familie Wagner, weil die Tochter wohnt ja in Kanzem. Da ist das... Da merkt man, da ist noch so ein Miteinander. Wenn ich irgendwo jemanden suche für ein Rezept und finde niemand, dann gehen die Buschtrommeln an und dann weiß der eine auch, ich frage jetzt mal den Nachbarn und ich frage den mal und da wird man so von A nach B geschickt und das macht eigentlich riesen Spaß. Ja. Und das liebe ich an der Rezeptsuche auch so. Man weiß nie, was kommt, ja, und man muss sich immer vorstellen, ich habe 5, 6 bis 7 Mann hinter mir, die mit mir laufen. Und wenn da so ein Tross von fremden Menschen auf einen zukommt, ist man ja immer erstmal so ein bisschen auf Distanz. Ne? Aber ich freue mich, dass auch die Sendung immer mehr an Bekanntheitsgrad gewinnt und dass die Leute wissen, ich will nichts Böses, ich möchte einfach nur ein tolles Rezept wissen, wie es gemacht wird und möchte am Ende mit den Menschen zusammen das kochen und probieren und das dann halt auch den Leuten zu Hause vermitteln, wie schön das ist und wie gut die alten Sachen auch sind.